Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile zweiten Teil meiner Let's Play-Serie hier auf der Map Rügen. Wir fahren, ja, was heißt leider, aber wir fahren dieselbe Tour nochmal, nur jetzt, wie ihr glaube ich schon sehen könnt, mit einer etwas besseren Auflösung. Also wer den ersten Teil kennt, hier wird nicht so viel Neues gezeigt, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ja, für alle, die es schon kennen, wir fahren jetzt die Linie 20. Und die Route 1. Das ist der Wanderbus zum Königstuhl. Und da wollen wir auch nicht lange Zeit verlieren. Da fahren wir hier einfach mal los. Also wir starten jetzt am Busbahnhof in Lasnitz. Moment Zeit haben wir noch. Also ich fahre jetzt ohne Fahrplan. Das macht sich zurzeit etwas besser. Ja, nochmal kurz zum Busbahnhof hier. Diese Überdachung wird noch ein klein wenig verändert. Auch der Kollege. Wo sind wir jetzt hin? Interessant. Die Überdachung wird noch ein klein wenig verändert und hier fahren von diesem Busbahnhof aus so ziemlich der zentrale Knotenpunkt im nordöstlichen Teil der Insel. Hier fährt die Linie 18, sozusagen der Stadtbus. Wir fahren hier die Linien 13 und 14. Vom Linienverlauf der Linie 14 habe ich im letzten Teil noch nicht so viel erwähnt, da denke ich hoffentlich jetzt dran. Und von hier, wer hätte es anders erwartet, fährt die Linie 20. Und da fahren wir jetzt einfach mal los. Ich hoffe mal, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie die letzte Aufnahme, die ich jetzt gewagt habe. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Könnten wir ruhiger fahren, aber dann würden wir stehen. Mann, beim Stehen bleiben willst du auch nicht unbedingt. Ja. Jetzt kommt die Haltestelle Lasnitz, Rückgalerie. Ansagen habe ich noch keinen. Aber wer jetzt aufmerksam zuschaut, der sieht zum Beispiel so wie hier am Kreisverkehr schon die Straßenschilder und noch einige kleine Veränderungen, die ich in diesen Tagen noch gemacht habe. Oh, die Oma läuft auf der Straße, das ist nicht schön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, hier das Haltestellen hatte ich alles. War mir erst beim Anschauen des Let's Plays aufgefallen, dass das ja viel zu weit im Boden stand. Das ist jetzt korrigiert. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt, aber ich erzähle euch das einfach mal. Ja,
ob euch das so interessiert. Ja, also ich habe jetzt die AI-Liste nochmal komplett überarbeitet und jetzt sollten hier auch LKWs fahren. In den letzten Aufnahmeversuchen war das etwas doll mit den LKWs. Jetzt kommt zu einer Stelle, wo ich das schon aufsachen, das Haus schon hat. Jetzt kommt zu einer Stelle an, wo ich den Wald habe. Und dann kommt wieder jemand. Guten Tag. Hallo. Ein normalen Fahrschein. Oh, ein Fahrschein möchte ich. Danke. Bitteschön. Komm doch. Ja, und in der überarbeiteten AI-Liste sollen jetzt auch der Rettungswagen fahren. Und der Trabant, weil wir aus Deutschland sind. Dachte ich mal, dass ich dem Klischee etwas nachkomme. Ich wurde auch darauf angesprochen, dass die Verkehrszeichen an einigen Stellen etwas ja zu dicht, zum Beispiel hier an den Kurven stehen. Das habe ich jetzt noch nicht verbessert. Aber das kommt noch. Außerdem wurde ich auch darauf angesprochen, dass der Wald ja ziemlich eintönig ist. Aber ja, dazu kann ich nur nochmal sagen, es ist halt ein Wald. Da kann ich auch nicht wirklich viel gegen machen. Im Norden der Insel ist halt viel Wald. Wenn es dann etwas weiter südlich geht, später. Wir fahren jetzt auch bitte noch weiter mit dem Norden. Keiner mit, das ist gut. Wenn es noch weiter südlich geht, dann kommt auch ja weniger Wald. Ein paar mehr Wiesen. Man merkt auch, dass der Setaro sich hier ein klein wenig quälen muss. Das liegt daran, dass wir immer durchgehend minimal 2% Steigung haben. 1-2%, sag ich mal. Außer natürlich hier vorne, wo dann gleich das Gefälle kommt. Und auf der Strecke von Lasnitz gibt es im Königstuhl über einen Höhenunterschied von fast 200 Metern. Das entspricht so ziemlich dem Vorbild, also 150 bis 200 Meter. Das ist auch in echt. Ja, also hier ging es dann natürlich ein bisschen bergunter. Kommen wir zur Haltestelle. Abzweig Königstuhl. Also es sieht nicht so aus, aber der Setaro kommt hier schon ganz schön hart an seine Grenze. Geht jetzt ziemlich steil berghoch, also ich fahre jetzt schon mit Vollgas. So, jetzt nicht mehr. So, jetzt hier abbiegen müssen. Möchte hier jemand mit? Dann rein. Diese Straße ist jetzt auch etwas regerer Verkehr.
weil mir das doch etwas sehr langweilig erschien. Wir sollen jetzt ein paar LKWs fahren und Transporter. Warum hier die normalen Autos fahren, habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Eigentlich habe ich daran nichts verändert. Und die Heikelgruppen sind auch alle richtig eingefahren. Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp, was ich kontrollieren könnte. Also es sind wirklich alle Pfade so gesperrt, wie sie beim letzten Mal auch gesperrt waren. Also auf der letzten Let's Play Runde. Und da sind ja auch keine LKWs. Keine LKWs, sage ich schon. Keine Autos gefahren. Ja, jetzt sind wir schon gleich wieder an der Endhaltestelle angekommen, also zumindest auf der Endhaltestelle von der Hintour. Die Rücktour fahren wir dann auch direkt im Anschluss. Ja, das war die Hintour. Lassen wir sie mal alle aufsteigen. Ihr könnt schon mal umschildern. Auf Sassnitz. Ich muss jetzt noch herausfinden, ob da wirklich an den Bussen groß Sassnitz dran steht oder ob da auch Sassnitz Wanderbus dran steht. Es gibt auch Linien, die dann noch weiterfahren als Sassnitz. Da steht dann nicht Sassnitz dran. Aber das werden wir dann schon rausfinden. Ja, wie ihr seht, musste ich leider einen kleinen Schnitt machen, weil Omsi gerade etwas rumgesponnen hat. Eben stand ja hier noch der Solaris. Ja, und wir haben auch gerade keine Menschen mehr für die Rücktour. Jetzt haben wir welche. Vorne fuhr der Kollege gerade los mit dem Pendelbus. Immer hereinspaziert. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Hallo. Tag. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Bitteschön. So. Alle drin in der guten Stube, dann geht's jetzt los zur Rücktour vom Königstour. Nach Sassnitz. Der fährt ja gut. Ich fahr gut, ja.
Ja, auf der Rücktour werde ich jetzt nicht ganz so viel erzählen. Ich werde einfach fahren, so gut es geht. Ohne jemanden mitzunehmen. So wie in meinen Aufnahmeversuchen. Vielleicht schneide ich ja am Ende ein paar Outtakes rein. Mal gucken. Das ist ja mal das Witzigste. Ja. Filmen allgemein eigentlich. Ich weiß nicht genau, ob ich Michael Schumacher bin. Ich habe manchmal Identitätsprobleme, heißt es, glaube ich. Können wir vorsichtiger fahren? Das würde dann aber nicht mehr zu Michael Schumacher passen, also. So. Lässt er uns jetzt fahren? Na, wir lassen ihn mal fahren. Den auch noch. Hier möchte jemand aussteigen. Nichts leichter als das. Warum fahren Sie so schlecht? Warum ich so schlecht fahre? Das ist eine gute Frage. Weil ich euch zeigen will, wie schlecht ich fahren kann. Sonst bräuchte ich auch kein Let's Play machen, glaube ich. War die Haltestelle ab 2 Königstuhl. Wieder vergessen weiterzuschalten. Ja, ich hatte gehofft, ich kann euch jetzt auch schon die im Bau befindliche Kasse vorstellen. Für den Citaro, aber die ist leider noch beim Skripten. Ja, es wurde auch an mich herangetragen, dass ich versuchen soll, damit die Lenkung nicht so ruckartig ist, mal versuchen soll, mit der Maus zu fahren, aber ja, das ist mir noch nicht so recht was. Und dann in einem Let's Play mit der Maus fahren, wird, glaube ich, auch nicht so schön. Dazu muss ich das noch üben. Aber ich wollte mir dann sowieso ein Lenkrad zulegen. Irgendwann mal, wenn wieder Geld da ist. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich wirklich auf dieser Strecke unterwegs. Ich habe einen so einen komischen Urlauber vorneweg, der die Landschaft so schön findet, dass nicht schneller als 40 wird. Bei 50 macht er dann schon wieder eine Vollbremse. Und dann sammelt er hinter sich eine Kolonne an. Das ist meistens also weniger als 10 Autos sind es nie, sagen wir so. Dann dieses eine Fahrzeug hinter sich hinterher zieht. Und als Busfahrer hat man daran eine wahre Freude, sage ich euch. Also ich weiß es selber nicht, aber das, was die Busfahrer so erzählen und was man so mitkriegt, klingt schon aufbrausend. Ja, die nächste Haltestelle ist die Haltestelle Werder, welche sich hier befindet. Niemand rein, niemand raus, dann fahren wir einfach weiter.
Hier wäre eigentlich die ideale Stelle, um vorbeizufahren, aber bei Gegenverkehr macht sich das ganz blöd. Oh. Den hat sich da sozusagen halbiert. Also ein Ortseingangsschild ist kein Grund für eine Vollbremsung. Guckt der will links rein. Und der danach wahrscheinlich auch? Nein. Aber er hier. Er will links rein. Schön. Dann sind wir den auch los. Sie möchte mit. Dann wollen wir das nicht verweigern. Hallo. Da an der Haltestelle sieht man auch noch ein neues Plakat, das ich dort eingefügt habe. Nur mal so als Nebenbei-Information. Damit ich nicht alle Neuerungen... Damit habe ich noch nicht alle Neuerungen verraten. Über die Straße rennen. Ey. Sonst tue ich ja gerne, aber bei kleinen Kindern mache ich das nicht so. Wollte auch jemand raus? Hallo. Guten Nein. Tag. So, nach der Haltestelle Sassnitz-Hauptstraße, wo wir eben gehalten haben, folgt dann schon die vorletzte Haltestelle, Sassnitz-Rügen-Galerie. Hier möchte auch niemand raus und niemand mit. Komisch. Na gut, mitfahren für eine Haltestelle lohnt sich auch nicht. Ja, dann haben wir es auch schon geschafft. So, alles aussteigen bitte. Dann fahre ich jetzt noch zum Einparken. Also hier parkt auch der KI-Verkehr ein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Let's Play. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zumindest einen Daumen für das Video habt, übrig habt. Abonnieren wäre natürlich auch toll. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir können dann mal auf einer anderen Strecke fahren. Bis dahin.